Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein kleines Überraschungspaket, denn eine liebe Mami hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie mir ein Paket schenken möchte. Und das ist heute angekommen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gerade die Tür aufgemacht, der Postbote war da und habe mich nur gefragt, was kommt denn heute schon wieder an? Und ja, ich war ziemlich überrascht, als ich den kleinen Brief gelesen habe. Und ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Das ist wirklich super lieb, dass ich hier so viele Geschenke bekomme sozusagen. So, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern ich will jetzt wissen, was da drin ist. Denn ich habe nur aufgemacht und noch gar nicht wirklich reingeguckt. Und ja, ich würde sagen, fang an und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, nur aufgemacht, noch nicht wirklich reingeguckt. Es ist super schwer. Ich bin wirklich gespannt, was da so Schweres drin ist. Aber ich würde sagen, fang an. Das Erste, was ich hier entdecke, oh, das ist so ein richtig dünner, kleiner Schlafsack. Die sind richtig praktisch für unter einen größeren Schlafsack oder wenn es halt einfach zu warm ist. Der ist in 56, 62 und genau, einfach so ein kleiner weißer Schlafsack. Die gibt es ja auch von Alfi und das sind so Innenschlafsäcke, habe ich gehört. So, dann haben wir hier einen Schlafanzug von H&M. Super neutral und der passt ja wirklich perfekt. Der hat hier sogar Fäustlinge am Arm, also dass die Babys sich nicht kratzen können. Antikratzschutz sozusagen. Von H&M in Größe 50. Und eben in so braun-weiß. Braun, das ist ein sehr dunkles Braun, so eher so ein braun-grau, würde ich sagen. So, dann haben wir noch einen Schlafanzug. Oh, der ist auch ziemlich neutral. Weiß, auch wieder so ein Beige, würde ich sagen. Auch von H&M, auch in 50. Ohne Kratzschutz, aber schön mit Füßchen. Auch richtig schön neutral und richtig süß. Schön zum Knöpfen, weit runter wegen der Windel. Immer super praktisch. Dann haben wir eine kleine Mini-Mütze. Diese kleinen Neugeborenen-Mützen, die braucht man ja wirklich immer. Und die Babys brauchen ja am Anfang immer eine Mütze, egal was für ein Wetter es ist. So, dann haben wir noch einen Schlafanzug. Auch der ist relativ neutral, würde ich sagen. Kleine Teddys drauf. Der ist in 56 von H&M. Auch wieder mit Fuß. Auch mit einer schönen Wickelleiste. Also wirklich richtig, richtig schön. Und der ist ja unglaublich süß. Also sie hat eine kleine Tochter, also können das auch Mädchen tragen. Kein Problem. So, dann haben wir eine kleine Mütze von C&A. Wie gesagt, Mützen braucht man einfach immer und die sind immer praktisch. Dann haben wir, oh, wie süß, passend zu dem Schlafanzug, so ein kleines T-Shirt von H&M in 56. Super süß mit diesem Häuschen drauf. Wirklich ganz bezaubernd. Dann haben wir ein Wickelbody von H&M. Die sind ja wirklich top. Der ist in 50. Ganz, ganz klein. Zum Wickeln, die finde ich immer noch am besten, weil manche Babys mögen es nicht, wenn man irgendwas über den Kopf zieht oder wenn sie sich wirklich komplett vollgeschissen haben, dann kann man das nach unten hin bzw. Zur Seite hin ausziehen. Aber die meisten Bodies kann man ja auch wegen dem großen Ausschnitt schön nach unten ausziehen. Das ist auch super wichtig, falls sie sich halt wirklich einmal komplett vollsauen. So, dann haben wir hier Stilleinlagen. Von Nook. Verbesserte Saugfähigkeit mit Flüssigkeitsdepot. Depot mit Flüssigkeitsdepot. Okay. Ja, auf jeden Fall Stilleinlagen. Auch super praktisch, auf jeden Fall auch noch voll. Und irgendwann braucht man sie immer. Und das kommt auf jeden Fall in unsere Babykiste, weil das ist wirklich ziemlich praktisch. Dann brauche ich ein Paket weniger kaufen. So, dann haben wir Himbeerblättertee. Oh, das ist gut. Das soll ja bei der Geburt helfen. Also, ja, ein geburtsfördernd soll der sein. Himbeerblättertee. Ja, finde ich sehr schön. Wollte ich mir auch zulegen, aber halt noch nicht so früh. Aber was man hat, das hat man. Oh, der riecht richtig gut.
Oh, das riecht schon gut. Genau, das ist eben keine Beutel, sondern ist so ein Pulver, was man eben in so ein Teennetz machen muss. Und da freue ich mich auch riesig drüber, weil, wie gesagt, brauchten wir sowieso. Und jetzt hat sie mir das einfach mal dazu geschickt. Super, super lieb und super toll. Dann haben wir was für die Mama. Oh, deine Herzenszeit. Isana, so für die Badewanne. Badeperlen, auch richtig süß. Und die riechen bestimmt richtig gut. Himbeeren und Blaubeeren, die riechen bestimmt richtig gut. Dankeschön dafür schon mal. So, dann haben wir hier Schwangerschaftstee. Das ist perfekt, weil ich trinke im Moment 4 Liter Tee am Tag. Und das ist wirklich gut, weil ich trinke eigentlich nicht so viel. Und Tee ist im Moment das Einzige, was mir irgendwie schmeckt. Vorher habe ich viel Wasser getrunken, aber das kann ich irgendwie nicht mehr sehen. Und jetzt trinke ich, wie gesagt, ziemlich viel Tee. Und Schwangerschaftstee, warum nicht? Und wenn es extra für die Schwangerschaft ist, dann kann man das ja auch super trinken. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwelche bestimmten Wirkungen hat oder so. Muss ich mich einfach mal informieren. Aber das hört sich doch schon mal super an. So, dann haben wir noch ein Body von H&M, auch in Größe 50 entwickelt Body. Auch wieder in schlicht weiß. Der kommt auch schön mit in unsere Sammlung. Dann haben wir, oh, das ist perfekt. Wir haben noch kein einziges Paarsöckchen, was wirklich gut passt. Wir haben hier einmal ein graues Paarsöckchen. Schön dicke Socken für den März. Ihr Baby ist übrigens an unserem Entbindungstermin gekommen. Ob das nicht was heißen soll? Also, genau, so schön dicke Socken. Richtig schön dicke Socken. Die sind ja super wichtig bei Babys. Einmal dann nochmal in weiß. Dann haben wir nochmal einen grau-weiß. Richtig schöne Söckchen. Und nochmal einen grau-weiß. Also wirklich super schlicht und einfach. Kann man gar nichts zu sagen, Leute. Dann das letzte Kleidungsstück. Eine süße Jacke. Auch echt zuckersüß mit diesen Elefanten. Also, oh Gott. Elefanten, die sind ja bei mir wirklich an erster Stelle. Also wirklich, oh, ganz große Liebe. Und die wird unser kleines Wunder auch auf jeden Fall anziehen. Größe 56, das ist doch perfekt. Die wirkt noch ein bisschen kleiner und die kann man ja auch schon in 50 anziehen. Ist sie eben so ein bisschen größer. Aber ich finde, das ist super. So eine kleine dünne Jacke für drinnen oder für einen Kinderwagen. Super. So, dann haben wir, oh, Schwangerschaftspflegeöl. Beugt Dehnungsstreifen vor für alle Hauttypen von Weleda. Das ist wirklich richtig gut. Also ich habe ja die Streifenlos-Reihe von Bellybutton. Aber ich würde auch das gerne mal ausprobieren. Ich habe davon noch nichts gehört. Ich wusste gar nicht, dass Weleda auch was für Mütter sozusagen hat. Deswegen bin ich da auf jeden Fall richtig gespannt. Und das probieren wir auf jeden Fall aus. Ist noch gut was drin. Können wir auch richtig gut benutzen. Das werde ich nachher vielleicht mal zeigen. Kann das schön meinen Bauch eincremen. So, dann haben wir einen Pro Futura Müsli-Riegel für Schwangere. Das ist auch gut. Der ist sogar noch haltbar bis zum Entbindungstermin. Passt. Einfach so ein kleiner Müsli-Riegel von Milupa. Muss ich mal gucken, ich bin nicht so ein Müsli-Riegel-Fan, nur wenn Nüsse drin sind, aber ich habe davon auch einen Coupon bei Rossmann, glaube ich. Und deswegen wollte ich ihn sowieso mal probieren, also sehr, sehr gut. Dann haben wir, oh mein Gott, die ist so verrückt, mir hat so viel eingepackt. Ich bin schon wieder so, oh. Genau, dann haben wir was von Bübchen, und zwar eine Pflegelotion für Mama. Natürlich vegan. Einmal sieht es so schön in rosa. Genau. Richtig schön. Gucken noch, was sie riecht. Riecht einfach nach Urlaub. Frisch. Mit Mandel- und Jojobaöl. Werden wir auch auf jeden Fall mal benutzen. Für den Babybauch und allgemein so nach dem Duschen. Dann haben wir Feuchtücher. Sogar eine ganze Packung hat sie uns eingepackt. Pampers Sensitive. Finde ich gut. Wir werden auf jeden Fall zu Hause mit Wasser und Waschlappen sauber machen, den Popo.
Aber für unterwegs wollte ich sowieso Feuchttücher haben. Und deswegen, ja, da wollten wir auch die Pampers Sensitive probieren, ob das Kind damit zurechtkommt. Und sonst eben andere, zum Beispiel bei meiner Schwester, kommen die Kinder nur mit Hip zurecht. Und deswegen muss man natürlich ausprobieren, wie das Kind da wie reagiert. Und die neuen von Rossmann mit 99,9 oder 99% Wasser, die wollte ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, die sind auch relativ gut. Aber immer das dazu. Aber für die Wickeltasche finde ich das super. Oder auch einfach mal für alles. Ich meine, ich habe schon so oft gehört, dass Mütter Feuchttücher für alles benutzen. Und man kann Feuchttücher auch einfach für alles benutzen. Selbst meine Mutter benutzt die. Und meine Mutter hat gar keine Kinder mehr. Also keine Kleinkinder. Sie benutzt die aber immer noch. Dann haben wir von Rossmann eine Pflegelotion auch wieder für die Mama. Richtig cool. Ich wollte mir die ganze Reihe kaufen von dieser Mama-Edition bei Rossmann. Aber ich habe mich abhalten lassen. Und jetzt habe ich einfach die ganze Reihe, weil sie mir einfach komplett alles geschenkt hat. Die einmal die Pflegelotion. Also echt richtig, richtig cool. Da muss ich mich noch echt mit befassen, wie man das wie alles benutzt. Aber ich denke, es sind einfach ganz normale Lotionen. Verwöhnungsdusche, entspanntes und pflegendes Duscherlebnis. Sehr schön. Auch wirklich, wirklich cool. Das werde ich heute direkt ausprobieren. Und dann ein Massagebalsam mit Shea Butter und Mandelöl. Auch sehr schön. Ach, das ist extra mit so Massage Dingern, das ist auch cool. Das kann der Felix ja auch mal machen. Genau, einmal so ein Massagebalsam, auch von Rossmann. Sehr schön. Das ist hier schon alles voll. Aber Leute, es geht noch weiter. So, dann haben wir zwei Bücher, Zeitschriften. Ich bin dabei. Vater werden. Einmal was für Felix. So ein kleines Büchlein, würde ich sagen. Aber da wollen wir gar nicht so viel reingucken. Das kann er sich mal durchlesen. Wenn er mal Motivation zum Lesen hätte. Und dann haben wir Väter auf die Geburt vorbereiten. Das ist auch praktisch. Kann er sich gerne mal durchlesen. Habe ich auch noch nie sowas von gehört, ob dass es da extra was für Väter gibt. Finde ich sehr gut, aber finde ich wirklich sehr gut. Dann haben wir was von Pampers. Kleines Prospektchen von Pampers. Und weil Muttermilch das Beste für ihr Baby ist. Von Meleda. Ja, stillen wollen wir ja auch. Und da werde ich mich auf jeden Fall informieren. Ich habe gehört, man kann die Milchpumpen bei der Apotheke ausleihen. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Erfahrung habt. Das wäre mal richtig cool. Genau, weil ich finde die von Meleda total gut, diese hier. Also, kann ich nicht gut finden, aber ich habe verschiedene Meinungen davon gehört. So, dann haben wir Familie. Eine Zeitschrift. Über alles und jedes muss ich mir alles mal in Ruhe angucken, wenn ich im Bett liege abends und Zeit habe. Ja, das ist aber auch wirklich cool. Ich liebe sowas zu lesen, wie das alles so abläuft. Dann haben wir das Baby. Informationen für Eltern über das erste Lebensjahr. Auch das finde ich immer richtig praktisch. Ja, um zu wissen, wann was passiert, wann welches. Oder wann das Kind ungefähr mit was anfängt. Das finde ich auch immer richtig praktisch und gut zu wissen. Dann haben wir auch eine junge Familie Zeitschrift. Oh, da sind voll diese Schnuller drin. Muss ich mir alles mal in Ruhe angucken. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und dann haben wir Eltern, die kenne ich sogar. Die habe ich damals schon so oft gelesen. Auch wieder mit ganz vielen coolen Sachen, Coupons, Stillen. Auch richtig, richtig schön. Muss ich alles lesen. So, und das letzte rund um Schwanger und Geburt. Das finde ich auch wirklich sehr interessant.
Da werde ich auf jeden Fall auch wirklich viel lesen und mir das alles angucken. Das finde ich auch wirklich sehr gut. So, dann war es, Leute. Das war alles, was hier drin ist. Auch, denke ich, wirklich genug. Ich danke dir nochmal. Das ist super lieb, dass du so an uns gedacht hast. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Video. Mal etwas anderes auf diesem Kanal. Ist ja nicht so typisch. Aber ich dachte mir, ich mache es auf diesem Kanal und nicht auf meinem anderen, weil ich finde, das gehört jetzt einfach dazu. Ich habe jetzt das Geschenk hier bekommen. Und das hat sehr viel mit meinem Mama-Sein zu tun. Und deswegen dachte ich mir, kommt es hier auch auf diesem Kanal. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare wegen der Milchpumpe. Das finde ich wirklich richtig interessant. Das würde ich mir gerne mal durchlesen. Und genau, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!